Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory hier bei uns auf dem Kanal. Und mittlerweile haben wir die Schraubenproduktion begonnen. Das wird da schon richtig schön verwurstet. Dafür habe ich auch den neuen Generator da hinten angeschlossen. Einen zumindest schon mal davon. Der tuckert so langsam vor sich hin. Aber mir ist leider gerade der Beton ausgegangen. Den muss ich mal eben noch holen. Bitte schön. 130. Es könnte aber auch schneller gehen, ne? Aber na gut. Wir wollen nicht zu viel verlangen. Wir wollen auch nicht gierig werden. So, wir pflastern hier schön die Wiese weiter. Wie sich das gehört. Nicht, dass hier noch einer auf den Gedanken kommt, er könnte hier was anderes hinbauen. So ein Naturschutzgebiet oder so, ne? Das wäre ja ekelhaft. So. Dann klatsche ich da hinten noch ein paar hin. Da haben wir da auch schon wieder mal ein bisschen Fläche. So. Auch falsch. Das war falsch. Ihr habt es gesehen. Ihr habt doch gut aufgepasst. Sehr gut. Dahin bitte. Dahin kommt jetzt eine Wiese. Ne, das war ein anderes Spiel. Okay, lassen wir das erstmal so. Dann machen wir hier noch zu. Dann könnte man ja vielleicht auch, wenn man Bock hat, mit Rampen runtergehen. Und da unten dann weiterbauen, ne? Wie gesagt, wenn man dazu Bock hat. Dich hole ich auch dann noch, du kleines Schnecker. Du bist schön da. Du bleibst dort, wo du bist. Sehr schön. So, Container. Dringend ein Container. Damit wir die Schrauben schön auffangen können. Ne, ich wollte B. B wie Taschenlampe. So, einen Container. Aber da muss ich, den muss ich ein bisschen weiter wegnehmen, weil wir die Schrauben auch noch für was anderes brauchen. Aber erst einmal Organisation. Den Herrn Kollegen. Dann machen wir den mal dahin. Ja, das sieht gut aus. Dann brauchen wir einen Schablitter. Spalitter, Spalitter. Perfekt. Da rein. Da rein. Du kommst auch da rein. So. Jetzt lassen wir das mal richtig schön voll laufen hier hinten. Ne, so wie... Ja, am Wochenende. Und dann haben wir ein paar Schräubchen. Wie viel hast du denn schon gebaut? Oh ja. Das sieht erstmal aus, als würde es ausreichen für alle Herrgottszeiten, aber ich verspreche euch, ne. Und hier muss nachher schon die nächste Produktionsschiene dran. Und da vorne auch für Eisenplatten. Ja. Die werden wir gleich daneben klatschen, dann die Eisenplattenproduktion. Am besten hier vorne. Und dann brauchen wir für Schrauben und Eisenplatten machen wir verstärkte Dingsbumsplatten. Dingsbums-Tralala-Platten. Die würde ich am liebsten auch dann hier gleich hinter dem Container anfangen. Wenn ich ehrlich bin. Weil alles andere würde nicht viel Sinn machen, glaube ich. Wie viel hast denn du schon? Naja, das ist schon okay. Es sind halt monströse Sachen. Man hätte es alles viel enger und kompakter bauen können, aber wie gesagt, ich habe das noch nie so oft gespielt, das Spiel so richtig kompakte und Gebäude und so, weiß ich noch nicht. Wir könnten natürlich jetzt noch ein Stockwerk oben drauf bauen. Und dann oben die verstärkten Platten produzieren, zum Beispiel. Wenn ich denn das schon kann, ich weiß es nicht. Förderbahn-Fusionator wird vielleicht dann auch noch wichtig. Da könnte man ja dann mit so einem Förderband nach oben gehen und die Schrauben nach oben jagen. Fundamente. Da ist jetzt natürlich die Frage, könnte ich da hochgehen einfach so? Wenn man hier einfach was Großes hinbaut... Ne? Dahin geht. Dass man sagt, man geht dahingehend dahin. Und dann kann man ja zum Beispiel dann mit Platten arbeiten. Ne? Mit diesen. Gehen da.
Ich weiß allerdings nicht, ob das so funktioniert, aber ich sieht so aus, oder? Und hier gleich ein riesen Ding hinsetzt, so ein riesen Oschi. Und dann da quasi zumacht oder snappt das jetzt dann durch? Ja, siehst du, geht nicht. Wegen dem blöden Teil da. Naja, war ja nur mal zum Testen. Nee, den sollst du nicht. Nein, den sollst du nicht. Da müssen wir dann wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Oder noch höher gehen. Das kann natürlich auch sein, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Vermutlich noch höher gehen. So, und du auch noch weg. So sieht's aus. Oder vielleicht kriegt man doch so Fundamente oder so. Hier Pfeiler oder sowas. So ein Kram. Ihr wisst, was ich meine. Warte mal, den Draht muss ich auch mal langsam auffangen hier. Der macht ja auch schon ewig nichts mehr hier, der Kollege. Zeig ich mal hier. Organisation. Da könnte ich theoretisch... Brauche ich den Draht, brauche ich natürlich für andere tausend Sachen auch nicht. Ne? Aber mir geht es jetzt erstmal darum, dass der Draht aufgefangen wird. Ich glaube, oder? Zweige ich den vorher ab. Egal. Komm, einfach machen. Nicht fragen, machen. Zack. Kann der Bums nämlich da mal rein. So langsam, aber sicher. So, Schräubchen laufen. Finde ich klasse. So, wir gehen noch mal gucken, ob hier irgendwelche andere Teile gibt oder so. Vielleicht irgendwelche Pfeiler oder so ein Kram. Sieht man das schon irgendwie? Ach so, ich habe den aktiven Meilenstein noch laufen. Ach so. Ja, dann machen wir das schnell. Rein. Eisenplatten müssten wir auch noch machen. Aber da holen wir jetzt erstmal die Schräubchen raus. Wir brauchen noch... Ja, 300 Schrauben. 300. Wie viel hast denn du schon? Ha! Dann brauchen wir Draht. Den haben wir hier vorn. 49. Moment. Ja. Den haben wir, siehste. Haben wir das doch auch schon zusammen. So schnell geht das hier. Schlopp, schlopp, schlopp. So, rein damit und tschüss. Und sie fliegt. Milestone reached. Supply the molecular analysis machine, referred to as the MAM, with local resources to research and develop new technologies. Potential technologies include exploration tools, weapons and factory buildings. Ah. These are essential for maximizing your pioneer efficiency and alignment with Fixit's core pillars. Construct, automate, explore and exploit. To advance Fixit's mission, all notable phenomena, resources, technology, or other influence should be investigated regardless of any perceived danger, as stated in the Pioneer contract. Aha. Sehr gut. So. Genau, die MAM brauchen wir. Die könnte ich sogar direkt bauen. Die Mama. Wohin mit dir? Wir haben doch hier hinten so schön Platz. Da könnten wir Mama doch... Ja, hier hinten ein bisschen hin. Oh, dann lass mich mal den Busch wegnehmen hier. Komm ich hier hoch? Ja. Mama. Dahin. Da ist Mama. Oh, sogar schon mit Beleuchtung. Siehst du das? Oh. Außerirdische Megafauna. Und was brauchst du dafür? Ein so ein Ding. Okay, habe ich doch. Wir haben doch schon sowas gefunden. So. Wo haben wir das hingeschmissen? Da. So. Kannst du das schon machen? Ja. Watch, Forschung starten. Aber das geht schnell.
Analyse von Keilerforschung abgeschlossen. Bitte wähle einen neuen Knoten aus dem Baum, um eine neue Analyse zu beginnen. Neue Teile. The remains researched belong to an organism now dubbed the fluffy-tailed hog. It has many characteristics that would likely classify it among the Suidae family were it native to Earth. Hog remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. Aha. Hört, hört. Alien-Technologie. Was willst du denn dafür haben? Was sind 10 von diesem Chrom? Eine von denen. Warte mal, wir haben doch schon eine gefunden, ne? Ja. Was ist das? Das brauchen wir erstmal nicht. Ich glaube, die Schnecke brauchen wir auch noch zum Erforschen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Hier drin konnten wir doch auch irgendwas machen, ne? Hier. Drücke E, um Productive Packer Deluxe zu spielen. Alles klar. Alles klar. So, warte mal. Alien-Technologie. Genau, das Ding hier. Los geht's. Analyse von Mörsersphäre-Analyse. Analyse von Mörsersphäre-Analyse abgeschlossen. Aha. Okay. Mercer Sphere Analysis completed. Established local planetary signature of Massage 2, AB, B, in the local Mercer Sphere signals, allowing them to be tracked by the object scanner. Mercer Spheres can also transmit data between specific. Witness our scripture. Witness our windows. Have you come to defile our shrine? Sing us a song. Arguing the existence of intelligent alien life. While Fixit has figured out the method, all of the original data is still untranslatable. Okay, da hat sich mal einer eingeklinkt gerade, oder? Worm, grüß dich. Da hat sich einer eingeklinkt. So, Nährstoffe. Wir haben diese Beere und diese Nuss. Beere und Nuss. Beere. Ach, die Nüsse haben wir doch noch, genau. Wir haben Nüsse, Leute. Nährstoffe. Da. Let's go. This fruit, dubbed the paleberry due to its tendency to stay light in color even when ripe, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Further research is available. Alles klar. Dann hier. This fruit, dubbed the barrel nut after its distinctive color, is compatible with the human digestive system and has been added to the object scanner. Dankeschön. Research is available. Energieschnecken, genau, die da brauche ich. Habe ich die dabei? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wo ist mein Schnecki? Da. Schnecki. This semi-slug, now dubbed power slug, is early in its life cycle and has retained only part of its potential energy storage capacity, giving it its blue color. Power slugs are capable of extracting latent energy from their surroundings, including through a form of photosynthesis, and preserve it in their porous semi-crystalline shell over their lifetime. This explains why they rarely move after having found a suitable location. Sehr schön. So, Quarz hat man doch auch schon gefunden, ne? Das war doch dieser komische Quarz. Den haben wir da auch schon hier reingeschmissen, glaube ich, ne? Ja, genau. Na da. Quarzium, Quarzium. Los geht's. The crystalline mineral was a previously unknown variation of quartz, with uniquely large and flawless crystals, normally only found in synthetic quartz. The industrial application of this mineral will follow that of its synthetic counterpart, specifically in communication and exploration technologies. Hau einer an. Oh, ja, aber erstmal nichts, ne? Oh, da. Exoskelett, auch cool. Okay, da brauchen wir dann schon Rahmen und sowas, ne? Schwefel haben wir doch auch schon gefunden. Habe ich den zufällig dabei? Nö. Aber den haben wir gefunden. Das weiß ich da. Zack. Schwefolinski, bitteschön, einmal scannen.
Ja. This unknown chemical element was in reality an unusual mixture of solid sulfide and sulfate materials from which sulfur can be extracted. Sulfur's primary use lies in fertilizers, which we have no use for. Instead, this element enables access to more volatile obstacle clearing and pioneer defending tools. Sehr schön. Also Sprengstoffe, ne? So, haben wir sonst noch irgendwas? Ach, da fehlt ja noch einiges. Ah, okay. Eiderdaus. Da brauchen wir noch so eine Sphäre und so ein anderes Ding dafür. Hier brauchen wir sowas. Scannbares Objekt Pilz. Okay. Ja gut, da haben wir das schon mal. Siehst du? Die Mom. Unsere Mom. So, und hier haben wir einen Objektscanner dazu bekommen. Was willst du denn dafür? Was brauchst du denn dafür? Schrauben. Schrauben haben wir schon. Schräubelein haben wir schon. Schluppi, schluppi, schlupp. Exoskelett ist cool, kriegst du mehr Inventarsplätze. Na, läuft es hier, Jungs? Ja, ne? Das läuft. Na, aber sowas von. Aber sowas von. Ja, da werden wir gleich die Produktionsstätte für dieses für die verstärkten Platten machen. Die brauchen wir auch ständig. So. Her damit. Objektscanner. Sehr schön. Haben wir schon. Okay. Die restlichen Schrauben schmeiße ich wieder zurück, weil die brauchen wir für irgendeinen anderen Bums. Genau, dann zweigen wir hier irgendwo, genau hier, die Eisenplatten ab. Ja, ja, ja. So machen wir das. So, das kann wieder zurück. Warte mal, wir werden noch ein bisschen Brennstoff herstellen. Das müsste auch alles laufen, ne? Genau, der ist voll, der nimmt schon gar nichts mehr an. Alles voll, ne? Alle voll gestopft. Finde ich klasse, alle drei sind voll. Cool. Ja. Und sobald die Hunger haben, zieht er sich das nächste rein. Sehr gut. Finde ich dufte. So. Naja. Und deswegen musst du auch so viel erkunden hier, dass du halt so einen Haufen Zeug findest. So, was haben wir hier noch drin? Warte mal, dann. Was schmeißt man denn da jetzt mal raus? Die Blätter. Das Zeug kann wieder raus. Das Zeug. Den Rest schmeißen wir so raus. Das kann auch weg. Der Objektscanner. Sag ich mal, ja. Was scannst denn du? Wir haben, glaube ich, keinen Strom mehr. Irgendwas ist doch hier faul. Was ist denn hier los? Mach an. Bitte. Bist du leer gelaufen? Ja. Och. Läuft doch wieder. Ja, ich muss das dann umkabeln hier alles. Da hängt keiner dran an dem Netzwerk hier, ne? Nee. Naja, pass auf. Pass auf. An da. Hängt der schon mal an dem Netz? Da sind schon Viere dran. Okay, das ist blöd. Der hängt da hinten dran. Okay, warte mal. Dann gehen wir doch einfach immer mal eiskalt. Ach, geht nicht. Keine leeren Strom. Ach, der hat schon vier. Ach so, okay. Der hat schon vier. Der hat auch vier. Naja, ist ja erstmal nicht so wild. Der läuft ja jetzt wieder. Bei Gelegenheit alles umbauen hier. Hübsch machen und so. Ja, passt schon. Was wollte ich sagen? Auffüllen. Ja, die kleinen hier, das ist eher nur Zusatz. Oh, drei. Wow. Die anderen sind auch voll. Gut. Quatsch mal den Käse wieder zurück. So. Dann brauchen wir bitte eine neue Produktionsstätte. Oh ne, wir wollten erstmal den Objektscanner probieren. Ach das. Aha, okay. Okay. Und wie gehst du jetzt?
Paleobeere? Ach so. Ah ja. Ah ja, gut. Okay. Könnte man damit also die Dinger finden. Okay. Wissen wir Bescheid. Wenn wir sie brauchen, werden wir es nutzen. So, pass auf. Weltraumlift, ja. Das blöde Ding. Eieieiei. Okay, das könnten wir aber alles zusammenkriegen. Aber ich brauche erstmal die Eisenplattenproduktion. Die ist mir jetzt erstmal wichtiger. Mal für den haben wir alles. Okay. Die Eisenplattenproduktion. Pam, pam, pam. Die Eisenplattenproduktion. Ich würde sagen, nicht verzagen. Ja. Okay. Eisenplatten. Dann. So, da braucht der Kollege noch Strom. 1, 2, 3. Dann kommt das hin. So, da wird das schön aufgeteilt hier. Wunderbar. Dann würde ich hier gern einen Container hinklatschen, der uns schon mal den ganzen Käse auffängt, sofern es denn überhaupt nötig ist. Wo sind wir denn? Da. Ein schöner Lagercontainer. Den, ja komm, den machen wir hier hin. Ist egal. Was fehlt mir? Platten. Ist klar. Die ich gerade herstellen will, fehlen mir. So. Sehr schön. Gut, dann läuft der voll. Ja, ich werde mir dann später sowieso wohl oder übel hier eine zweite Etage hinbauen müssen, wo ich dann irgendwann nicht mehr durchkomme hier. So, da hinten haben wir Schrauben, da haben wir Eisenplatten, dann kommt der nächste Konstrukteursonkel dahin. Der macht uns dann ganz brav die verstärkten Eisenplatten. Könnte man theoretisch hier schon abzweigen lassen? Mal rein theoretisch. Zeig mal her. Den Typen. Wenn ich dem da die Schrauben schon abzwacke. Bevor die ins Lager gehen. Ba-ba-ba. Okay. Mein Fehler. Wir brauchen was anderes. Aber der Konstruktor, macht er das nicht? Macht er nicht auch die verstärkten Betonplatten oder macht das der andere Typ? Nee, tatsächlich nicht. Energiefragment. Energieschneckenschleim zu einem festen Kristall in den Fragment komprimiert. Das braucht eine Schnecke, okay. Eisenstange, warte mal, was macht denn dann? Ach, die Produktionsstätte macht das, ne? Die habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht. Ja, der Fabrikator. Der macht das. Ja, da müssen wir wohl ran, ne? Ob wir wollen oder nicht. 200 Kabel. Habe ich noch Kabel am Mann? 109. Das können wir ja erstmal alles hier reinschmeißen. 500 Schrauben. Ja, und der Fabrikator macht uns dann dieses geile Eisenzeug. Da hätte ich jetzt nicht übel Lust, den schon in eine zweite Etage zu packen. Aber dafür bräuchte ich irgendwie so eine Art Fundament oder muss man das mit den dicken Blöcken machen oder mit wenn? Keine Ahnung. Warte mal. Schauen wir mal nach. Moment. Achso, kann ich jetzt nicht. Ach doch. Stapelbarer Förderbandmast. Ja. Awesome Shop.
Phase 3. Achso, kann ich noch gar nicht angucken. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Ja, ja, ja. Da kommt noch so viel. So verdammt viel. Ja, aber ich muss erstmal das machen. Das nützt alles nicht. Kupferblech. Rotor. Dann lass mich das mal mit den Wänden eben testen. 4 Meter Wand. Kann man die übereinander stellen? Ach, die kann ich gar nicht hier... Achso, Eisenplatte fehlt. Okay. Ja, ja, ja. Ist alles gut. Kriegst du schon, kriegst du schon. Es läuft, es läuft. Ba, 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 ba. Wie viel haben wir denn? 78. So, Wand, mal gucken. Geht das so, wie ich mir das vorstelle? Einfach mal testen. Ja. Würde so gehen. Drei hoch. Jetzt die Frage, ob das auch da drüben reicht. Wartet mal. Hier einfach so eine Wandgeschichte lang ziehe. Aber wir hatten, da gab es doch früher auch noch Türen und so Kram, ne? Türen und Tore und sowas. Wenn ich jetzt nur die Standardwand dahin platschel, das macht ja jetzt, das sieht ja doof aus. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube tatsächlich, da müssen wir noch ein bisschen warten. Irgendwann kamen die Tore. Die Türen. Und ich glaube sogar Fenster, ne? Fenster gab es doch auch noch. Ja, ja, ja. Oh. Gute Frage. Kabel, okay. Naja. Wir brauchen Eisenstangen. Eisenstangen. Jetzt filtere ich die da natürlich vorher nicht weg, ne? Eisenstangen, Schrauben. Schrauben hätten wir schon zusammen. Lass uns noch schnell ein paar Kabel bauen. Nehmen wir die da mit. Eisenplatten nehmen wir auch noch mit. Naja, erstmal so. Uiuiuiui, das wird halt immer komplexer. Ne? Mit jedem Schritt, den du mir tust, wird es komplexer. Lexi Maxi. Kabel. Kabel haben wir aktuell noch nicht in der Produktion. Ich glaube, da brauchte man auch nicht so viel. Ich weiß nicht mehr. Außer für die Rotoren, glaube ich, oder so. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall noch größer werden. So, ich glaube, das reicht. Bauen wir rein hier. Wir machen doch, doch nicht. Haben wir schon 4 Stunden gespielt, Leute. Jetzt im Stream. Kommt dir vor wie Stündchen. So. Rein den Lachs. Jetzt brauchen wir Eisenstangen. Ja gut, die müssen wir uns abzwacken von da vorn. Ja. Die Zeit geht so schnell rum hier. Okay, der klaut mir die jetzt gerade alle. Der Schraubenmann klaut mir die. Schraubenmann, hör auf. Ganz kurz wenigstens. Denn wir brauchen ein paar Stängelein. Na komm hier. Ba, 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 ba. Stangen. Ich habe vorhin schon überlegt, da einen Container dazwischen zu setzen, zwischen die Schrauben und die Stangen, aber das habe ich irgendwie... Naja, übersehen. Wir nennen es jetzt mal übersehen.
Die 10 dauert noch ein bisschen. Ihr könnt ja in der Zeit vielleicht ein Däumchen nach oben geben. Das wäre ein Träumchen. Das unterstützt den Kanal. Und wer noch nicht abonniert hat, kann das gern machen, wenn ihr Bock dazu habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.